Wir haben uns ja in den letzten Tagen schon die ganzen Leaks zu MW2 und zum nächsten COD von Treyarch angeschaut. Nach wie vor verrückt, dass es da schon was gibt. Und heute gucken wir uns Leaks zum DMC-Modus an, dieser Escape von Tarkov-artige Modus, der zu MW2 kommen soll. Die Informationen, die kommen wieder von Reality, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Der haut die ganzen Infos raus gerade und der hat seine Informationen aus der Warzone Mobile Alpha, die gerade auf den ganzen Smartphones läuft. Da konnte man sich anmelden, ein paar Leute wurden ausgewählt und die ganzen Leaker, die Dataminer, haben da irgendwie die Finger dran bekommen. Und da sind die ganzen Informationen einfach drin, weil sich Warzone Mobile die Engine teilt mit den ganzen Call of Duties, die in den nächsten Jahren rauskommen. Ziemlich verrückt alles. Und was meine ich mit Escape von Tarkov-artig? Damit meine ich, dass DMC in Richtung Escape von Tarkov geht. Und das ist ein Modus oder ein Spiel mit einem Modus, bei dem man auf eine Map geht. Da spawnt man einfach rein. Das ist eine Map, die eher groß ist, also in Richtung Warzone geht zum Beispiel. Da kann man dann Missionen erfüllen, man kann looten, man bekommt durch die Missionen natürlich auch Belohnungen und man kämpft gegen wahrscheinlich Bots und gegen andere echte Spieler. Und wenn man das Gefühl hat, man hat genug Loot gefunden, dann kann man zu einem speziellen Ort, da gibt es immer mehrere auf der Karte und kann dann wieder runter von der Karte und darf alles, was man gefunden hat und bekommen hat, einfach behalten. Wenn man allerdings stirbt gegen den anderen Spieler oder gegen einen Bot, weil man sich nicht so wirklich gut angestellt hat, dann verliert man alles, was man mit reingenommen hat. Also man muss sich im Vorfeld immer ganz gut überlegen, was man riskieren will, was man ausrüsten will, mit dem Risiko im Hinterkopf, dass man das verlieren könnte. Was die ganze Sache natürlich spannend macht. Innerhalb von Escape von Tarkov gibt es Bots, gegen die man manchmal spielt. Ob jetzt auch bei DMC-Bots dabei sind, ist nicht ganz sicher. Ich gehe aber stark davon aus. Infinity Ward hat ja schon bestätigt, dass innerhalb von Warzone 2 Bots unterwegs sein werden. Da ist die Theorie, dass die so bestimmte Orte verteidigen, Strongholds verteidigen und dass man gegen die kämpfen kann und dann guten Loot bekommt. So ein bisschen wie diese kleine Helikoptermission auf der neuen Warzone-Karte. Da sind die Bots jetzt nicht so wirklich schlau, aber die Bots sind anscheinend schlauer in MW2 und darauf hat Infinity Ward auch Wert gelegt. Also die haben so ein bisschen erzählt in der Präsentation, die ich hatte, dass die Bots eben jetzt so ein bisschen besser Deckungen benutzten, auch wirklich in Richtung Öffnungen auf der Karte schauen und sich einfach ein bisschen realistischer verhalten. Und ich denke, es würde nur Sinn machen, wenn diese neuen Bots, die in der Kampagne natürlich unterwegs sein werden, in Warzone unterwegs sein werden, auch in DMC unterwegs sind. Macht nur Sinn, denke ich. Also es wird wahrscheinlich Bots geben und eben auch ein paar echte Spieler wie man selbst. Lasst übrigens gerne ein Abo da hier auf dem Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert auch die Glocke, um keine Videos zu verpassen. Vielen Dank an alle. Was Reality gefunden hat, sind einige Gegenstände, die in DMC eine Rolle spielen und die da einfach rumliegen und die man anscheinend looten kann und einige Missionen. Bei den Gegenständen passt einiges auf jeden Fall zu den Missionen, die wir bekommen. Das sind Gegenstände, die zu den Missionen gehören. Ein paar Gegenstände machen für mich aber nicht so wirklich Sinn und da müssen wir mal schauen, ob es dazu noch weitere Informationen gibt und Erklärungen gibt von Infinity Ward irgendwann in der Zukunft, wenn der Modus dann wirklich offiziell vorgestellt wird. Was Reality gefunden hat, sind Rucksäcke, die man finden kann und looten kann und da passt dann natürlich Stuff rein, da passen Items rein. Es wird verschiedene Zugangskarten geben zu verschiedenen Orten. Es gibt zum Beispiel eine Zugangskarte zu einem Biolabor und eine Zugangskarte zu irgendeinem Resort. Und ich denke, da wird noch mehr mit dabei sein. Es wird Schlüssel geben für verschiedene Orte. Ein Beispiel war jetzt hier einfach eine Falltür, die man dann aufsperren kann. Also man kommt dann mit einem Schlüssel, den man finden kann, in irgendeinen Keller und kann da eben auch looten. Oder man muss mal in den Keller für irgendeine Mission. Das kann natürlich auch sein. Dann wird es anscheinend Benzinkanister geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich eine Benzinmechanik gibt für die ganzen Autos innerhalb von DMC, dass die leer werden können, dass man dann Benzin finden muss, um die wieder aufzufüllen und um weiterzufahren. Dann wird es anscheinend Medikamente geben, wahrscheinlich um einfach ein bisschen Leben zu bekommen. Es gibt Rüstungstaschen, die man finden kann für Platten, denke ich. Also ich denke, so eine Rüstungstasche funktioniert wie diese Rüstungstaschen innerhalb von Warzone. Es wird Laptops geben, USB-Sticks, Festplatten, dann irgendwie Bilder von Personen und Tieren. Warum auch immer, Comichefte, Insulin, Alkohol, es gibt Uhren, also Armbanduhren, die man irgendwie finden kann, Schuhe, Halsketten, dann gibt es anscheinend ein Spielzeugmesser, das rumliegen kann, Aspirin und Gasmasken. Gasmasken machen natürlich wieder Sinn. Also ja, da ist ein bisschen komischer Kram dabei. Es wird dann auch Missionen geben, ich hatte es gerade schon kurz angesprochen. Das heißt, dieser Modus funktioniert nicht nur so, dass man auf die Karte geht, lootet, Leute killt und wieder flieht.
sondern es gibt auch Aufträge, Missionen, die man durchführen kann. Was ich ziemlich cool finde, das macht den Modus auf jeden Fall nochmal ein bisschen aufregender. Und zu diesen ganzen Missionen hat Reality jeweils den Namen und eine kleine Beschreibung gefunden. Eine Mission heißt zum Beispiel sichere Informationen und die Beschreibung ist, lade die Festplattendaten hoch. Also da spielt die Festplatte, die man finden kann, eine Rolle. Das ist eben ein Element von dieser Mission. Und ja, ich denke, man muss irgendwo hin, eine Festplatte finden, in irgendeinem Gebäude wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch ein Gebäude, das dann geschützt ist von einigen Bots. Und dann nimmt man die Festplatte mit, geht zu irgendeinem anderen Ort mit einem Computer und lädt die ganzen Daten hoch, um die ganze Sache abzuschließen. Und hier ist es wahrscheinlich so, dass das Hochladen ein bisschen braucht und dann ganz viele Bots kommen, die man irgendwie auch noch abhalten muss, diese Mission zu stoppen. So kann ich mir das vorstellen. Eine weitere Mission heißt Überlebe und die Beschreibung ist Verteidige die Beute. Da muss man wahrscheinlich wirklich einfach irgendwo hin und dann diesen Ort mit der Beute verteidigen vor ganz vielen Bots, die irgendwie kommen. So kann ich mir das vorstellen. Eine weitere Mission heißt Geisel retten und die Beschreibung ist Sichere die Geisel. Und ja, da muss man eine Geisel irgendwo finden und mit der dann wahrscheinlich fliehen von der Karte. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Dann hat Reality eine Mission gefunden, die Fracht liefern heißt und die Beschreibung ist, liefer die Fracht zum HLZ. Und ich habe keine Ahnung, was HLZ bedeutet, aber man muss irgendeine Fracht finden und irgendwo hinbringen. Eine weitere Mission heißt eliminieren und die Beschreibung ist, eliminiere die HVT. HVT gibt es auch innerhalb von Escape from Tarkov und heißt High Value Target, also wertvolles Ziel, kann man vielleicht sagen. Und ich denke, das wird ein Bot sein, der halt ziemlich stark ist, aber dafür sehr guten Loot hat. Und den muss man eben einfach töten, wenn es nach dieser Missionsbeschreibung geht. Dann gibt es eine Mission, bei der man irgendwie radioaktives Material finden muss. Und dieses Material versteckt sich an mehreren Orten. Da muss man wirklich zu verschiedenen Orten hin. Es gibt eben so ein XY verbleibend, also vier Orte verbleibend, was mit angezeigt wird. Und keine Ahnung, ob man das dann irgendwo hinbringen muss oder einfach nur finden muss. Eine weitere Mission, die gefunden wurde, heißt Frachtlieferung. Und hier ist die Beschreibung, liefere die Fracht zum HVT, also zum High Value Target. Das heißt, man muss irgendwas finden, wahrscheinlich von Bots verteidigt und das dann zu diesem anderen Bot bringen. So hört sich das auf jeden Fall an. Dann gibt es eine Mission, die Zerstöre Lieferungen heißt. Und hier muss man einfach verschiedene Lieferungsorte zerstören, die wahrscheinlich dann auch wieder von Bots irgendwie verteidigt werden. Das heißt, man musste irgendwie einfallen, die ganzen Bots töten und dann diesen Ort zerstören. Und die letzte Mission, die von Reality gefunden wurde, heißt Jage PMC-Einheit und die Beschreibung ist Eliminiere die Ziel-PMC-Einheit. PMC, die Abkürzung gibt es auch innerhalb von Escape from Tarkov und heißt da Private Military Contractor und das sind echte Spieler. Und das könnte wirklich eine Mission sein, die vielleicht dann schwerste Mission, bei der man einen anderen Spieler auf der Karte jagen muss und töten muss, um die Mission zu erfüllen, um diesen Auftrag zu erfüllen, was natürlich auch wirklich, wirklich spannend sein könnte. Wie man diese Missionen annimmt, ist nicht ganz klar. Das könnten Missionen sein, die man im Hauptmenü annimmt und dann geht man auf die Karte mit dieser Mission schon aktiv. Es könnte aber natürlich auch sein, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man einfach dieses Auftragssystem übernimmt, was es aktuell gibt innerhalb von Warzone, und dass diese Aufträge einfach auf der Karte verteilt sind, dass man da hingeht und dann da einen Auftrag annimmt und dann eben das, was man machen muss, erfüllt. Hört sich irgendwie alles cool an und ich hoffe wirklich, dass DMC Spaß machen wird. Ich hoffe, das wird ein guter Modus. Ich gucke da so ein bisschen ängstlich in Richtung Battlefield. Im neuen Battlefield gibt es ja auch einen Modus, der so ein bisschen in die Richtung geht. Der hat sich am Anfang richtig cool angehört und hat dann am Ende nicht so wirklich krass viel Spaß gemacht. Also ein paar Runden haben Spaß gemacht, aber der Modus wurde relativ schnell doch ein bisschen langweilig. Die ganzen Missionen könnten das vielleicht verhindern bei DMC. Also die könnten dafür sorgen, dass man weiter auf Dauer die ganze Zeit Spaß hat. Schauen wir mal, was uns da genau erwartet. Innerhalb von Battlefield wird der Modus zum Beispiel gar nicht mehr supported. Und es wäre schade, wenn das hier mit dem Modus auch passieren würde. Das wäre dann auch das gleiche, was mit dem Koop-Modus von MW passiert ist. MW 2019 hatte ja auch einen Koop-Modus und da gab es, glaube ich, in den ersten 2 oder 3 Seasons noch irgendwie Content und dann wurde der auch so ein bisschen auf die Seite geschoben. Schauen wir mal, was die Zukunft für DMC ist. Auf dem Papier, wie ich gerne sage, hört sich's aber wirklich cool an. Ich bin gespannt auf eure Gedanken zum ganzen Thema. Lasst einen Kommentar da, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.